Der Schreiner kann keine Bücher lesen. Hab ich gerade so erfahren. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Final Fantasy 16. Himmel, Donnerwetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledern. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Es war der Ring, zufrieden? Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt, mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Erinnerung? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledorn. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Soltan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ring hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Soltan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich, ich brächte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und ich lass mich nicht von einem Kerl wie Soltan übertreffen. Na gut. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck, die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledorn? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht allein. Ist ja gut. Wunderbar. Und wo finden wir jetzt diesen Soltan? In Dravost, meiner Heimat. Er ist dort inzwischen der Dorfvorsteher. Dravost, Schon mal gehört. Nicht weit von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Gut, Clive. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ich sorge dafür, dass Schledern auch wirklich mitkommt. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Also, ich bin ja ehrlich, also Xedons Quest als solches, da habe ich kein Problem mit. Mag ich im Großen und Ganzen, weil ich den grummeligen alten Kerl irgendwie schon ganz gerne mag. Was ich eigentlich aber ansprechen wollte, ist, habt ihr jetzt. Also, ich meine, das ist jetzt paar 30 oder so in den Dreh. Habt ihr auch nur irgendwie ein Gefühl für die Welt, dass diese Erklärung, wo es lang geht, wo wir uns treffen sollen, hat euch jetzt direkt so gesagt, so, ja, genau da. Nein, bei mir auch nicht. Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht, aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß, lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht.
Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Ja, klar. Ich habe viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Ja, ist okay. Ich meine, ich wollte mich eh in diesem Part mal wieder in sexy Sidequests verbeißen und dabei können wir dann ja natürlich auch Jagden, die so ein bisschen liegen geblieben sind in letzter Zeit, auch nachholen, wobei da würde es sich lohnen, eher Schledernsquests zu machen, nicht, dass ich am Ende wieder, weiß ich nicht, ein Rezept oder so ein Quark freischalte und das dann nicht benutze. Auch wenn, seien wir mal ehrlich, das nicht so den Unterschied machen wird, die drei Angriffspunkte, die ich dann wahrscheinlich mehr hätte. Aber nichtsdestotrotz, könnten wir machen. Wobei halt hier auch mal eben so ein Morbol erschlagen kann ja nicht ganz so schlimm sein. Fragezeichen. Morbol mit einer Möhre vergleichen ist aber auch fernab vom Schuss irgendwie, ne? Aber gut, das Ding heißt Karotte. Das ist ziemlich sicher ein Running Gag. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, in welchem Ding das zuerst vorkam. Aber so gesehen ist es halt ein Easter Egg, wenn man so möchte. Sie hält das nicht mehr lange durch. Was geht ab? Gregor, sei Dank. Da bist du. Genau zur rechten Zeit. Was ist los? Taya arbeitet sich gerade in ein frühes Grab. Seit ihr letzter Patient eingetroffen ist, gönnt sie sich überhaupt keine Pause mehr. Ich habe angeboten, mich um den Mann zu kümmern, aber sie lässt mich nicht. Clive, sie hat seit Tagen die Krankenstube nicht verlassen. Sie überanstrengt sich zu sehr. Wenn sie nicht bald schläft, bitte sprich mit ihr. Befiehl ihr eine Pause, wenn es sein muss. Denn wenn sie so weitermacht, befürchte ich, dass unser Versteck bald seine beste Heilerin verlieren wird. Ich werde mich hüten, Taya etwas zu befehlen. Aber ich rede mit ihr. Danke. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Taya, Rodrigue sorgt sich um dich. Und ich auch, wenn es stimmt, was er sagt. Wir bewundern deine Hingabe, aber du musst dich ausruhen. Mach ich, wenn es soweit ist. Doch jetzt bleibe ich hier. Das sind wir ihm schuldig. Wer ist das? Ein alter Bekannter. Jemand, der es nicht verdient, allein zu sterben. Es dauert nicht mehr lange. Der Kristallfluch hat seine Arbeit bald getan. Hätte ich Tränen, könnte ich ihm helfen, aber ohne sie werde ich die Qualen seiner letzten Stunden leider nicht lindern können. Wie können Tränen ihm helfen? Nicht meine Tränen. Tränen der Gnade. Elysia. Nur sie sind stark genug. Du wolltest doch nicht. Taya. Gibt es denn nichts, was wir für ihn tun können? Manchmal ist ein sanfter Tod alles, was wir schenken können. Das solltest du dir gut merken, Rodrigue. Natürlich.
Wir haben alle Zutaten für Elysia, bis auf eine. Sie muss frisch sein. Daher haben wir selten viel zur Hand. Ich kann Tränen herstellen, wenn du bringst, was uns fehlt. Sag, was du brauchst. In den Wäldern von Norvan, bei Lauberts Forstweg, leben Spinnen, die Gift weinen. Hol eins ihrer Augen. Versuch, es nicht zu beschädigen, aber meide das Sekret. Bis zu deiner Rückkehr werde ich die anderen Zutaten bereitstellen. Danke, Clive. Das vergesse ich nicht. Weinende Spinnen. Ja, jetzt habe ich aber auch alles gehört hier. Das ist, glaube ich, die Quest, ne? Tabor, erinnert euch. Wie gesagt, ich nehme es euch absolut nicht übel, wenn ihr keine Ahnung habt, wo Tabor ist, was Tabor ist, wer ein Tabor ist. Weil, also, mein nächstes Problem mit Final Fantasy 16 ist die Tatsache, dass ich nicht so richtig ein super gutes Gefühl für die Welt habe. Also, ich weiß schon, ne, im Nordosten ist das mit Bahamuts Gebiet, oben links ist Rosaria, das war mal unser Gebiet. Und ich weiß halt, dass untenrum, unten links, eigentlich müsste ich mal ganz genau sagen, ups, halten, nicht drücken, halten. Unten links ist das Gebiet von Hugo Kupka, also die Wüste, ne, und unten rechts ist dann halt Odins Gebiet. Das kriege ich noch so gerade hin, aber wie das, also diese Beschreibung von wegen, ja, und dann gehst du da hin und bla und blub und sowieso. Okay, warum kann ich den kicken? Warum ist das eine Option, die mir das Spiel anbietet? Ich meine, es war was anderes, versteht mich nicht falsch, aber ich würde behaupten, 329 Schaden oder so ist nichts. Wenn es den Kampf getriggert hätte, also den richtigen. Ey, wirst du wohl hierbleiben? Hey, hey! Hallo? Hey, ich war schon weit vom Kampfgebiet weg. Ich gehe da mal wieder nach Hause. Auch schön, ne? Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht von so weit zu Hause kämpfen. Also gehe ich jetzt wieder nach Hause und dann können wir beim nächsten Mal spielen, böser Onkel, ne? Ja, alles klar. Also schon witzig. Naja, und da es nur zwei sind, wird sich jetzt ein Zantetzke nicht so wirklich lohnen. Also machen wir es auf die althergebrachte Art, ne? Mit Muskelkraft, in Anführungszeichen. Mit draufhauen halt, ne? 52.000 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Hier sind es immerhin vier Hunde. Lohnt sich das mehr? Jein. Aber, ne? Die sind halt da. Ich nehme jetzt einfach, wenn ich kann, Kämpfe mit. Außer gegen Gegner, bei denen ich sehe, dass es wieder dazu führt, dass ich einen Schildbruch durchführen muss. Weil das, aus meiner Perspektive lohnt sich das nicht. Das ist vergeudete Zeit. Aber wenn ich was eben so wegklatschen kann, dann ist das eigentlich immer ganz cool. Na, so wie diese Wegelagerer hier. Dauert, aber geben Erfahrungspunkte. Und sind ein relativ leichtes Opfer, um das Santetskin aufzuladen. Also insofern. Wunderschön. Mir fehlt auch so ein bisschen die Erleuchtung, die wir vielleicht haben sollten, um uns gegen Odin zu stellen. Ne? Letzter Kampf, kein Treffer gelandet, alle Sehnen zerschnibbelt. Und jetzt sagen wir, ohne Training, wir haben uns ausgeruht, ja, aber ohne Training, ohne alles, sagen wir jetzt, okay, wir rennen ihm hinterher. Ja, ich weiß ja nicht. Klingt nicht wie ein guter Plan, will ich damit sagen, ne? Aber gut. Rausgeflogen? Nein, dieser Witzbold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle.
Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf. Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Kann man es ihm verübeln? Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft. Schledorn. Heißt er wirklich Schnoddy? Nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel. Und jetzt lass uns durch. Na gut. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun. Verstanden? Ich schlag nicht zuerst zu. Versprochen. Reicht dir das? Na dann, bitte. Herzlichen Dank. Ja, schöne neue Stadt. Könnt euch denken, wie viel es hier zu tun gibt. Aber immerhin ein Schokobund. Das ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Hey, machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln. Bitte, Clive. Schon gut. Ich tu mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Die Schmiede auf dem Hügel. Ich meine... Gibt ja nichts, sondern ich meine, ja doch, es gibt ganz viele Schmieden hier, aber Mama, warum ist Papa? Es gibt nur einen Questmarker. Na, was ist denn hier los? Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen! Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sag ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt! Das können wir vergessen! Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht! Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut. Ich gehe. Soltan muss irgendetwas tun. Wenn das so weitergeht, sind wir ruhig. Atmen wir es mal wieder. Clive, der Paradediplomat. Der so gut mit Leuten reden kann. Der unglaublich gut im Vermitteln ist. Bester Mann. Lass mich raten. Soltan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert?
Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Soltan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Soltan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Soltan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sids Blasebalg mit der Welt zu teilen. Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledorn. Sids Erfindungen waren für uns gedacht, damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valestheas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst... Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Soll ich die Pläne holen gehen? Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Na, dann gehe ich mal auf die Jagd. Auch hier wieder. Keine Ahnung, wo das ist, aber glücklicherweise sind die einfach hier. Relativ simpel, aber ne? Da wäre direkt wieder dieses Problem, die sind bitte wo? Und ja gut, da kam eine Einblendung, als wir das erste Mal auch hier reingelaufen sind. Keine Frage, aber... Na, das wird bei mir nicht hängen bleiben, ich kenne mich. Also machen wir das mal. Besorgen wir Haut für einen Blasebalg. Ja, aus unserer Sicht ist das natürlich komplett lächerlich. Ne? Wir haben da diese angeblichen Meisterschmiede, die keinen Blasebalg haben, aber das ist halt Worldbuilding, ne? Dagegen habe ich nichts. Das ist logisch, wenn sie halt immer sich darauf verlassen konnten, dass sie halt ein Kristall da reinpfeffern und damit hat sich das. Warum sollten sie jemals was anderes haben, ne? Das sehe ich halt ein, das ist okay. Bleib liegen, Pick. Bitte macht das nicht mit irgendwelchen Hunden. Das wäre nicht nett von euch und ich würde euch... Also wenn einer Hunde hier tritt... Außer unabsichtlich, das kann ja mal vorkommen, leider.
bricht einem, also meiner Meinung nach bricht das einem echt das Herz, wenn man da aus Versehen so einem armen Hund, der einen lieb hat, da aus Versehen mal so einen Kick verpasst. Das ist so, oh, so traurig. Und ich bin traurig. Und dann gucken wir uns traurig an. Und nein. Bitte tretet keine Hunde. Das wäre nicht schön. Das ist die Nachricht für heute. Hier rennt eine Menge Zeug rum, ne? Der Körder, das Großhorn. All das Zeug mit den ganzen tollen Schildern. Für ihre HP, ne? Weil, warum auch nicht? Ich glaube, du bist das, was ich suche. Da ist ja unser Blasebalg. Hallo, Blasebalg. Übrigens, obwohl er jetzt einen super krassen Namen hat, das ist am Ende des Tages ein stinknormaler Wyvern-artiger Gegner, sollte ich sagen. Dementsprechend ist der jetzt nicht sonderlich gefährlich oder interessant. Aber das Kamehameha in dem Boden hat halt schon was, ne? Aber ja, der arme Kerl konnte quasi noch gar nichts machen und ist schon fast tot. Und Level 76 ist der. Ich sag es nicht zum ersten Mal, ich sollte höchstwahrscheinlich irgendwann mal drüber nachdenken, eine kleine Trainingssession einzulegen, aber nicht unbedingt jetzt. Au. Der spuckt ja mehrfach Feuer. Und obwohl ich das weiß, bleibe ich trotzdem da drin stehen. Ja, ja. So einer bin ich. Das war's. Der Salamander ist erlegt. Und damit nur 104.000 Erfahrungspunkte. Pff. Quasi gar nichts. So. Das Gute ist, mit unserem Besuch da haben wir zumindest einen neuen Checkpoint, Teleportationspunkt, wie auch immer, freigeschaltet. Also können wir wenigstens direkt sagen und zurück teleportieren und weiter geht's mit der Quest. Wunderbar. Hast du die Salamanderhaut? Genau wie bestellt. Das reicht locker. Na dann machen wir uns mal ans Werk. Wenn alle mit anpacken, sind wir im Nu fertig. Ich glaub's einfach nicht. Das Ding funktioniert tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das! Der Wurst ist gerettet! Ich muss mich entschuldigen. Und ich nehme alles zurück. Was ihr uns da gebaut habt, ist ein verdammtes Wunder. Ihr habt das Dorf gerettet. Du solltest Schledorn danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich habe jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist das Ergebnis. Mit dieser Kohle brennt das Feuer viel heißer und länger. Und der Stahl wird besser denn je. Unser Geheimnis gegen eures. Zum Dank. Ich war immer neidisch auf Schledorn. Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledorn eines Tages ebenbürtig zu sein. Aber auch noch so viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie, ohne Zweifel. Das Dorf hätte ihn gebraucht. Trotzdem,
ist er einfach auf und davon. Talentiert und frei. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Tja, wie sagt man? Oriflam wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sowas braucht Zeit. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden geht. Viel wichtiger ist aber, Schledon hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Ja, mir auch. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorg dafür, dass er heil nach Hause kommt. Du aber auch bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Ja, dann gehen wir mal gucken, wa? Was wir jetzt freigeschaltet haben. Weil dafür macht man das ja, ne? Diese Plus-Quests, ich hab's ja schon mal gesagt, als die erste auftauchte damals, die sind ja immer nur dafür da, damit wir als Belohnung eine Verbesserung haben in gewisser Weise. Also, was bekommen wir? Da seid ihr ja. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ist das Kohle? Woher hast du die? Und er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Hä? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Aber ich bin froh, dass ihr es tut. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Und dabei sind die beiden sich so ähnlich. Sture Böcke. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm guttun. Das stimmt, aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Schledorn, aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Und dafür bekommen wir Robos Bauplan. Das ist ein Gürtel, glaube ich. Der ultimative Gürtel angeblich, aber ja, ein Gürtel. Wow, Gürtel! Ja, ich weiß, ist jetzt nicht sonderlich krass, aber hey, es ist ein Gürtel, es ist der Gürtel, weil es bester Gürtel. Das verschafft mir die Ehre. Der Gürtel. Was willst du? Der Gürtel verschafft dir die Ehre. Dafür brauchen wir makellose Meteorfeder und makellose Steinzunge. Und bei beiden habe ich keine Ahnung mehr, worum es geht. Aber wie ihr seht, wenn wir es hätten, 170 und 70 ist eine Verbesserung ohne Wenn und Aber. So. Zieh's in einem Moor, ne? In dem Moor wäre Karotte. Karotte. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Hey. Und du meinst, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Haha. Das war... Moment, wo bin ich hier? Wollte schon sagen, das ist direkt am Anfang des
Gebiets gewesen. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Was ja, sagen wir mal ehrlich, relativ selten ist, dass ich mich tatsächlich so komplett dran erinnere, wo etwas war. Aber Karotte, beziehungsweise zumindest den Ort für Karotte, habe ich nicht vergessen. Kämpfe ich nur gegen dich oder kommt da noch was dazu? Klingt wie eine Burgerbestellung, ne? Nur eine finstere Witwe oder kommt da noch ein Milkshake dazu? So ungefähr klingt das. Eine finstere Witwe und dann eine Arachne, was halt auch eine Spinne ist, ne? Das ist okay. Also 52.000 Erfahrungspunkte für das bisschen Kämpfen, das kann ich verkraften. Da komme ich mit klar. Hallo, Karotte. E-Beams. Clive. Karotte. Rang B. Och nee. Ha, ja, es hat ein bisschen gedauert, aber da kam noch ein Reim raus. Bin mir nicht sicher, ob man da jetzt irgendeinen Unterschied zu einem nicht einen ungewöhnlichen merken würde, aber ja. Karotte halt. Ja. Der üble Mundgeruch ist ja übel. Problematik ist halt, dass früher oder später das Kampffeld halt hier ein bisschen überladen wird. Je nachdem, wie lange wir Karotte oben lassen. Aber naja. Nein, egal. Mein Fehler. Falscher Tastendruck. Upsi. Naja. So geht's auch. Sind wir immerhin bei einem Drittel an Schaden angelangt. Ist ja cool. Ist ja halt Schaden, ne? Ich meine, wie viel machen wir? 1200 habe ich da gerade einmal gesehen. Das ist immerhin Schaden. Obwohl ich ja diese Mini-Cutscenes ganz nice finde, ne? Wie wir es tatsächlich schaffen, da Karotte umzuwerfen und so. Hat schon viel Schönes, aber weiß gar nicht, ob der üble Mundgeruch hier in diesem Spiel überhaupt irgendwas interessant. Ich stehe in irgendeiner Pfütze. Ich habe nur gesehen, wie meine HP runterging. Das war nicht schön. Also muss ich in irgendeiner Pütze mit, ich weiß gar nicht, was das ist, Sabber bestanden haben? Er ist jedenfalls kein guter Standort gewesen für mich und das fiel mir zu spät auf. Na egal. Ich meine, im schlimmsten Fall, was heißt das für uns? Richtig, ich muss eine Potion verwenden. So, nein. Nö. Ja. Ja, geil. Hat
der mich mal eben einfach, also so komplett in so eine dämliche Säurepfütze geballert, dass ich da wieder Schaden genommen habe. Ist nicht nett gewesen. Also, ne? Muss man ja mal so sagen. Das ist nicht wirklich nett. Und ich stehe immer noch in einer Säurepfütze drin. Weil das halt so schön ist, ne? Ich und die Pfützen, wir werden noch richtige Freunde. Oh, wow. Also ich sehe weder, wo ich stehen darf, noch wo ich gerade stehe. Aber, ja, wird schon klappen. Aber nichtsdestotrotz, allein weil ich den Mundgeruch gerade mit meinem Gesicht getankt habe, dann doch mal eben lieber so eine Heilung. Ist ja nicht verkehrt. Ob wir wohl... Ich riskiere es einfach mal. Er hat mich geblockt. Interessant. Erst mit Nein. Genug, yeah. So, also wenn ich meine Titelbilder machen würde mit Ingame-Bildern, dann wäre das jetzt gewesen. Dieser eine Moment, wo wir da einmal so fertig machen. Das sah schön aus. Anyway, das war das. Und die andere Sidequest führt uns hier oben hin. Und zwar dann hier rein. Da, ja, ich meine, Kielbrück. Ja, warum nicht? Wir wissen, dass es eigentlich gerade überflutet ist mit Äther, aber ja, Details, ne? Details. Wir als Dominus können ja hier eh durch. Torgal, Dummiwolf, der kann das. Ich meine, es gibt keine Erklärung dafür, warum Torgal das aushält, ne? Ja, sie gehen davon aus, dass er ein Frostwolf ist. Okay, fein. Aber da steht nicht drauf, Frostwölfe können nicht akasisch werden. Also eigentlich ist das auch nur ein Deus Ex Machina. So, weil er ständig Dominus begleitet, ne? Er war bei Jill, er war bei Joshua, er war bei uns. Bestimmt hat er auch einmal Kupka in den Hintern gebissen. Ne, eigentlich nicht, ne? Aber er hat Garuda gebissen, mit Sid hat er abgehangen. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, fehlt eigentlich nur Kupka tatsächlich, witzigerweise. Dem hatte der wirklich so gar keine Kontaktpunkte. Also er musste uns da retten und so, das meine ich nicht, ne? Aber er hat nie gegen Kupka selbst gekämpft, das war immer nur Clive. Ha. Und ja, die Goblins. Ich hab's ja angedroht, liegt auf dem Weg, also. Werden sie auch getötet, ne? 52.000 Erfahrungspunkte mal eben für so ein bisschen Klopperei. Kann man, glaube ich, verkraften. Da sind die sogenannten Schattenmilben. Ah, war mein Ding nicht aufgeladen? Ups. Achso, logisch war mein Ding nicht aufgeladen. Ich hab's doch gerade erst benutzt, um Karotte umzunieten. Genius am Werk. Achtung, Achtung. Hier ist ein Genie am Werk. Komplett vergessen. Obwohl es so offensichtlich ist, ne? Eieiei. Naja. Und ja, es sind Standardspinnen. Keine Ahnung, also. Es gibt nicht mal einen zweiten Kampf danach oder so. Eine zweite Welle, ne? Es sind einfach, es ist eine Welle von Spinnen.
Ist jetzt halt nicht sonderlich schwierig. Eins reicht hoffentlich. Damit haben wir auch das erledigt. Das heißt, einmal wieder zurück. Und dann hoffentlich... ich glaube, die Reihenfolge ist irgendwo egal. Es ist schwierig abzuschätzen, wo ich jetzt weniger Zeitverlust hätte mit dem Hinlaufen. Habe ich schon wieder genug Punkte, um hier was einzuzacken? Oder warum hast du so ein Blinke-Ding da dran? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Klein? Oh, wow. Tatsache. Der Talisman des Erwachens. Und wer weiß, was wir als nächstes bekommen, steht in den Sternen, also eigentlich steht es an dem Brett oder so, na, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe ein Spinnenauge für dich, guck mal! Gut, dass du zurück bist. Taya steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ist das das Richtige? Ja, ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Gäbe es nur einen anderen Weg. Wie fühlst du dich? Leicht, befreit, als triebe ich im Meer. Gut, lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich bin so stolz auf dich. Er ist tot. Danke, Rodrik. Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Auf den südlichen Inseln, an der Front eines sinnlosen Krieges. Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies. Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Einem Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Das werden wir. Versprochen. Das hoffe ich. Also zumindest arbeiten wir dran. Ganz schön langsam. Aber wir sind dabei, ne? Wir sind total dabei. Ja, wir machen das. Gut. Also wir sagen, ja, doch, einfach nur gut, weil, ne, Gegner tot, alle fröhlich und zufrieden. Also zumindest ich. Mir geht's gut damit. So.
Stimmt, ich habe einen Supertrank verbraucht. Ich muss mir einen neuen Supertrank kaufen. Charon! Charon! Sieh mal an, du lebst hier noch. Ja! Gerade so eben, weil ich habe halt meinen Supertrank weggenuckelt. Mach mich noch arm, mein Junge. Ja, mach ich. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir auch so, ja, ist klar. Kann man davon mehr kaufen? Nee, ne? Ist immer nur eins. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Okay, warum ich mir das? Ich meine... Du machst mich noch arm, mein Junge. Na, wir haben eh zu viel Kohle. Ist jetzt nicht so, als dürfte ich das nicht kaufen, aber... Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Dann ist es mal weg, accessoired sozusagen. Wegverstärkt. Da haben wir den Talisman des Erwachens. Nur halt. Ich hab's ja schon mal gezeigt und denk mir halt so, ja, naja. Lass mir später danken. Ja, schon besser. Es existiert. Das muss erstmal reichen. Ist nicht sonderlich interessant. Aber es existiert. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir, na, wie gesagt, wir haben diesen Gürtel freigeschaltet und gut, die Sachen, die wir brauchen, kommen von irgendwelchen Monstern. Ich weiß halt nur nicht, ob die schon freigeschaltet sind. Das ist halt immer so ein kleines Problem. Kein riesengroßes, aber klein genug, dass es nervt. Sid, mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Hier, die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Ey, ein Level up. Geht doch. Und ein Bernstein. Ich meine, zugegeben, wenn wir nicht im New Game Plus wären, hätte sich jetzt die Wirkung unserer Heiltränke verdoppelt. Das ist prinzipiell total gut. Ist halt nur im New Game Plus komplett irrelevant, weil da passiert halt nichts mehr. Aber in der Theorie ist das eine sehr, sehr wertvolle Quest, okay? Gut, haben wir drüber geredet. Kann ich jetzt so stehen lassen. Ist aber wirklich so. Praktisch gesehen ist das eine echt gute Sache. Ich frag mich übrigens gerade. Oh, so hell. Ah, Tatsache. Hm. Da finde ich tatsächlich fast sein normales irgendwie besser. Bei Clive mag ich tatsächlich beides, ist alles kein Thema, aber die Ruhmklinge sind gar nicht mal schlecht aus. Ja, aber er braucht schon Augen. Na, aber da ist dieses Excalibur, was wir extra hergestellt haben, einfach eine Quest weiter wieder weg. Ich will ja nicht sagen, dass es immer besser bleiben muss, aber ihr kennt das ja. Na, es ist in jedem RPG klar dasselbe, aber
Es fühlt sich halt so ein bisschen tragisch an, wenn ein hochgeschätztes Schwert auf einmal dann so, ja, existierte mal, jetzt ist auch wieder egal. Vamade? Weil die ganzen Brüder, ah, da erinnere ich mich noch dran, das stille Ufer. Ach. Okay, machen wir das. Wollte schon sagen, das müsste irgendwo hier gewesen sein. So hin und wieder. Viel zu selten wohl bemerkt, aber so hin und wieder erinnere ich mich halt tatsächlich da dran, wo manche Sachen waren. Also die eine Hornisse erwische ich definitiv nicht, aber die andere habe ich gut angegriffen. Upsa, so. Liegen halt auf dem Weg, was soll ich sagen? Habe ich wieder Gegner aktiviert, die ich nicht. Ja, naja. Es ist schön, dass sie existieren, aber wir werden sie ignorieren. Meine Erfahrungspunkte für die Gegner bekommen, die ich gerade umgenietet habe, das muss reichen. Aber ja, wie wir sehen, überall, ne, Akasisch hier, Akasisch da. Wir haben es ja gehört, dass auch das Gebiet hier gefallen ist an eine Ätherflut. Insofern ist das ja nichts Neues. Von daher. Ich meine, ich finde es ja gut, dass die Worldbuilding-technisch halt wirklich sagen, ja, wir haben gesagt, ist gefallen an der Ätherflut. Ist dann halt jetzt so. Das gefällt mir überhaupt nicht, ey. Ist das Problem an diesen Eisernen hier, ist die Tatsache, dass nicht, dass sie Rang A haben, das ist völlig egal, sondern dass das drei Gegner sind mit jeweils einem Schild. Das ist so nervig, dass ihr macht euch keine Vorstellung davon. Habe ich das? Ach so, ja, habe ich. Habe ich. Stimmt, ich war dabei. Na, und in dem einen Moment, wo ihr dann vielleicht einen von ihnen gerade so weghaut oder ne, zumindest den Schild kaputt macht, kommen die anderen da um die Ecke. Haben dann auch ein Schild oder halt nicht. In dem Fall passt das jetzt gerade, weil ich all die Fähigkeiten da raushaue, wie so ein wahnsinniger Berserker. Haha, witzig, ne? Weil das sind ja die eigentlich die da. Die bösen, bösen Menschies. Naja, ist kein Kampf, den ich unbedingt schön fand. Weil ich den gerade relativ gut mache, glaube ich, aber. Ah, was war das denn? Cool. Wir können Dinge. Also es macht halt meiner Meinung nach keinen Sinn, großartig unbedingt gegen sie zu kämpfen, aber. Also zeitgleich zu kämpfen, möchte ich meinen, sondern immer gucken, dass die Fähigkeiten sich aufladen. Und dann kann man halt nachlegen. Ups. Schnee und Eisblöck! Das dürfte den ersten erledigen. Wunderschön. Oh, wow. Das dürfte den zweiten erledigen. Und der dritte ist da nicht weit. Ich weiß noch, dass ich mich da sehr schwer getan habe, aber. Zu meiner. Au. Au. Ich sehe halt nichts. Zu meiner kleinen Verteidigung. Muss keine große sein, aber die kleine Verteidigung ist halt. Na, man darf nicht vergessen, Odin hat sich zu dem Zeitpunkt nicht. Die meisten von den Fähigkeiten, die ich gerade benutze, habe ich nicht frei gehabt, weil ich gedacht habe, die sind schlecht.
weiß eigentlich Blasphemie vor dem Herrn, aber war halt so. Insofern, ja, da war der Kampf dann halt schlimmer, als er jetzt halt dargestellt wurde von mir. Ist dann halt so. Aber ja, das war das. Noch ein eben reingeknallt, aber es gibt nichts dafür. Nie wieder Krieg. Genau, weil wir jetzt jemanden umgebracht haben und wir wissen ja, wenn wir jemanden umbringen, dann gibt es keine Rache, weil der ist tot. Logik erschließt sich mir nicht so richtig, aber tun wir mal so, als ob, ne? Tun wir mal so, als ob. Ein paar Jagden habe ich noch. Ich weiß nur nicht, ob ich sie jetzt unbedingt direkt da wieder reinknallen möchte oder nicht. Aber es gibt halt so eine S-Rang-Jagd, die wir mal in Angriff nehmen könnten, theoretisch. Aber ob wir das machen sollten, weiß ich nicht. Ich glaube, die eine, die... Eine gibt es, die will ich definitiv nicht machen. Eine gibt es, die müssten wir eigentlich gut machen können. Aber ja, aber trotzdem, allein, dass ich das noch nicht gemacht habe, ne, muss weg. Der muss weg. Das können wir machen. Und der Zerstörer ist es, glaube ich, ja. Das hier ist die S-Rang-Jagd, die wir noch machen können. Also die ganzen Jagden, denke ich, werden wir beim nächsten Mal mal endlich in Angriff nehmen. Die spare ich mir auch für viel, viel später noch. Also morgen dann die ganzen Jagden. Insgesamt 5 Stück. Mal gucken, wie weit wir damit kommen dann zeitlich gesehen. Und dann die Metallwerke. Wird ein toller Part, hoffentlich. Oder auch nicht, wer weiß. Aber nur damit wir uns besser fühlen. Hey. Und fast schon die dann gelernt. Also, na, es nimmt langsam Form an. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und auch beim nächsten Mal wird Torgal in Begleitung von Clive und den ganzen anderen Charakteren, die eigentlich völlig unwichtig sind, die Welt retten vor dem Übel der Kristalle. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert meine Videos und vor allem abonniert mich. Denn ansonsten kriegt ihr gar nicht mit, wenn was Neues kommt. Ringe ding ding die Glocke, ne? Bis zum nächsten Mal.